In den Räumen der Vopsweder Volksbank wurde eine besondere Ausstellung eröffnet. Bilder, die von Vopsweder Künstlern als Preise für das Schützenfest gestiftet wurden. Herzlich willkommen in den Räumen der Volksbank. Wieder ist ein Jahr vorüber. Ich habe es noch vor Augen, als wir im letzten Jahr diese Exponate hier gezeigt haben. Das ist eigentlich so das Schlimme an der Sache, dass die Zeit so schnell vergeht. Aber ich habe gerade eben schon gehört, die Planungen für dieses Jahr sind abgeschlossen. Jetzt ist es draußen noch ein wenig feucht. Das ist auch schön so, dann staubt es nicht ganz so. Und am nächsten Wochenende werden wir dann hoffentlich ein ganz tolles Wetter haben und ein ebenso schönes Schützenfest. Es sind wieder ganz, ganz tolle Exponate hier ausgestellt. Und hier und da hört man schon von Begehrlichkeiten. Der eine oder andere hat sich auch schon was ausgeguckt, in der Hoffnung, dass es dann auch so klappen wird. Ich hoffe, dass der Schützenverein seine gute Entwicklung, die er wirklich in den letzten Jahren genommen hat, fortsetzen kann und hoffe, dass es ein erfolgreiches Fest wird. Und darf jetzt weitergeben an Herrn Seidel, der noch einige Worte zu uns sprechen wird. Ich hoffe auch, dass wir in den nächsten Tagen noch einiges an Besuch hier haben werden, Menschen, die sich diese schönen Bilder hier anschauen wollen. Und bei Ihnen merkt man, welches Herzblut bei Ihnen dann auch dabei ist, wie Sie sich engagieren. Und durch die vielfältigen Aktivitäten, die Sie auf allen Gebieten, nicht nur dem Schützenverein entgegenbringen, muss ich sagen, tragen Sie und bereichern Sie das Gemeinwesen in Vopsweder in einem großen Maß. Ich betrachte dieses, was Sie uns hier anbieten, als Geschenk für Vopsweder, für uns, für alle, und ich nehme das gerne an, das Geschenk. Und gleichzeitig ist diese Präsentation ja auch ein Forum für unsere Vopsweder Künstler, gerade für die zeitgenössische Kunst. Durch sie erstrahlt Vopsweder ja auch in einem neuen Gewand. Jeder von uns Schützenschwestern und Schützenbrüder hat sich im Geist schon, was Sie eben schon angedeutet haben, ein Bild ausgesucht oder ist noch dabei, eins auszusuchen. Das ist ja immer das Spannende bei uns dabei. Nicht, dass wir einen tollen Schützenverein haben, sondern auch, dass wir noch tolle Schützen haben, die noch König werden wollen. Es gibt Vereine, die haben es nicht mehr. Da ist auch Dank zu sagen an unsere Künstler, die immer wieder Vopsweder, wie in den vergangenen Jahren bis heute, Bilder und ihre Werke stiften, zum Teil nicht nur Malerei, sondern auch andere Kunstwerke. Es ist ein Forum, was ich vorhin schon gesagt habe. Und ja, ich bin schon dabei zu sagen, ich darf ja nicht mehr König werden und ich will auch kein König mehr werden. Ja, möchten und wollen und dürfen, das sind immer Unterschiede. Und froh und dankbar, dass wir die Volksbank haben. Danke nochmals dafür. Und nun viel Freude beim Betrachten. Ich möchte mich natürlich auch als Vorsitzender des Schützenvereins Vopsweder ganz herzlich bei Herrn Rothherr und Herrn Eder bedanken, dass wir wieder einmal in diesem Jahr hier dieses durchführen können. Ich möchte aber auch erwähnen, dass wir das einem Schützenbruder zu verdanken haben, nämlich unserem Alfred, der im letzten Jahr diese Idee hatte, dieses hier zu tun. Und er hat dann auch mit den Personen, mit Herrn Rothherr gesprochen und wo wir dann auch die Zusage bekommen haben. Alfred, herzlichen Dank dafür. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Ja, ich habe mich auch schon umgesehen. Das bringt aber nichts, das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Und sicherlich hat Herr Rothherr mit einem Formular, wo du das unterschreibst, was du eben gesagt hast, dass du nicht mehr mitschießt. Das ist ja schon schriftlich. Wir haben jetzt insgesamt 57 Bilder hier ausgestellt von 37 verschiedenen Künstlern. Das ist enorm und ist eine ganz tolle Sache. Bis zum 19.06. ist die Ausstellung zu den Geschäftszeiten in der Hembergstraße geöffnet. Der Eintritt ist frei. Sollten auch Sie eins der Bilder haben wollen, müssten Sie beim diesjährigen Schützenfest vom 21.06. bis 23.06. gut schießen und auch das Richtige treffen.